Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Prey. Wir sind unser. Hab vergessen, wie ich heiße. Morgen, genau, wir sind morgen. Wieder guten Morgen. Und wir haben bei dieser Vitrine aufgehört, wo wir nochmal alle Scheiben zerschlagen werden, weil wir gerade lustig sind. Zack, 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 zack. So. Alles schon kaputt. Wir haben hier immer noch unsere lustige Rohrzange. Wie wechseln wir noch mal? Ich hab's vergessen. Genau so wechseln wir. So. Wo müssen wir jetzt lang? Verwende ein Medikit, um Gesundheit wiederherzustellen. Wie verwende ich Medik... Du nicht. Wie verwende ich eins mit E? Okay. Hoppla. So. Lange nicht mehr gespielt. Vor 2 oder 3 Tagen nicht mehr. Zack. Oh oh. Sich doch irgendwo versteckt. Da! Unsere Augen wurden voll gespritzt mit schwarzer Rasierschaum. Tragen kann ich nicht. Machen wir das erstmal kaputt. Mit E können wir trinken. So. Wird gesoffen. Uah, Alter! Ich habe mich gerade mega erschrocken. Ich dachte so, wo ist das Viech? Wir drehen das jetzt auf. Wir wollen uns nämlich die Hände waschen. So. Natürlich werfen wir den hier noch schnell weg. Und das hier. Wir wollen den Leuten mal eine Falle stellen. Wir wollen den Krabbelfischer zeigen, wer der Boss ist, damit sie hier schön ausrutschen. Tragen kann ich nicht. Öffnen. Das kann ich machen. Hier ist noch was zum Sippeln. Und ja, spülen wird jetzt nicht so viel bringen. Wir setzen uns erstmal hin. Huch. Ich habe gesagt, wir setzen uns erstmal hin. Ah. Bitte nicht stören. So, die Kackwurst ist drin. Da spülen wir jetzt erstmal schön. Hier ist nochmal ein Klo. Wir müssen aber jetzt nicht mehr. Wir haben gerade gekackt. Hoppla. Ich wollte das nehmen. Hier sind noch ein paar Zettel. Und breites Klopapier ist natürlich immer wichtig. Das so aussieht wie ein Handtuch. Das hier werfen wir nochmal weg. So, ich frage mich, wo wir jetzt hin müssen. Huch. Über das Favorite-Tenrad. Über das Favoritenrad kannst du schnell Waffen und PSI-Kräfte auswählen und ausrüsten. Drücke Mausrad, um das Favoritenrad zu öffnen. Und wähle mit Mausrad eine Waffe aus. Punkt. Drücke Maustaste 1, um die gewählte Waffe auszurüsten. Du kannst über das Favoritenrad auch Medikits und PSI-Hypos verwenden. Alles klar. Keine Dinger. Bleibe ich erstmal bei der hier. Objekt benutzen. Geht zur Lobby. Jetzt nicht.
Was gibt's hier? Erstmal eine Lampe wegwerfen. Das ist der Skill Recording Room. Ich habe eine Menge Skill, deswegen muss ich da rein. Wo kommen die Viecher nur immer her? Willst du Stress? Hä? Komm her. Ich muck dich ab. Überhaupt keine Manieren heutzutage. Irgendwo ist hier, glaube ich, noch eins. Eine fleischfressende Pflanze. Wohl eher nicht. Hier liegt so viel rum, da liegt was. Okay, hier ist aber kein. Doch, hier ist ein Krabbelviech. Ich weiß aber nicht, was es ist. Müsste von dort kommen eigentlich, aber... Huch, was ist denn jetzt los? Okay. Ich das vergessen haben. Ich hoffe, wir werden nicht angegriffen. Nee, ich muss das wieder umstellen. Ich habe das aus Versehen wieder so hingestellt. So. Dann wird das Spiel nicht immer minimiert. Ah, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es, sowas war. Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. So, hier sind ein paar Kaffeetassen. Und hier eine schicke Kanne. Und... steht hier nicht irgendwo, wo ich hin muss? Ich weiß es nämlich gar nicht genau. Ich habe ja hiervor aufgehört. Deswegen der einzige Weg. Ich gehe mal zur Lobby. Mal sehen, was uns da erwartet bei der Lobby. Oder in der Lobby. Es lädt. Wir drücken eine beliebige Taste. Anruf. Sie haben es geschafft. Bereit für Ihren ersten Blick auf die echte Welt? Nö. Da bin ich überhaupt nicht bereit. Ich mache erstmal die schönen Blumen hier kaputt. Nein, wir wollen uns auch mal ein bisschen entspannen. Ach, einfach mal schön durch die Gegend gucken. Lobby.
Ach, ich entsorge das mal alles nur ein bisschen. Das liegt hier alles so einfach im Weg. So. Das hätten wir erledigt. Ein Haufen voller sinnloser Kartons war weg. Ist that what? Was? Weg. Einfach weg. Einfach mal weg. Und das muss ich mir mal. Gehen Sie in Ihr Büro. Ich habe Ihre Karte aktualisiert. Dort gibt es ein Video, das Sie sich ansehen müssen. Ich weiß, wer bist du, January? Robert Ellis! Gott sei Dank. Niemand hat. Wo bist du? Versteckt. Im Konferenzraum. Ich kann nicht. Was? Du bist noch im Labor? Kann nicht raus. Da ist. Wo ist der Sicherheitsdienst? Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Robert, du musst da raus. Zu den Aufzügen. Angeblich werden wir evakuiert. Robert? Shh. Moment mal. Da kommt wer. Was? Da ist ja noch eins. Hilfe. Was? Da sind zwei. Alter. Ich glaube, ich nehme jetzt erstmal das hier. Dieses Teil. Ich glaube, das wäre jetzt erstmal sicherer. Oh, ein Geschütz. Das nehmen wir natürlich gerne. Komm her. Ich mach dich fertig. Scheiße, ist da hinten reingerannt. Deine Gesundheit ist niedrig. Das weiß ich, deswegen mache ich noch Folgendes. Ah, guck mal. Nice. Bla. Moin. Keine passende Schlüsselkarte. Wir brauchen anscheinend eine Schlüsselkarte. Dieser gute Herr hat bestimmt eine. Versuch mal irgendwie nach da oben zu kommen. In mein Büro. Alter. Es leckt gerade. Alter. Es leckt. Ich komme gerade nicht drauf klar. Ah. Dann hätten wir. Jetzt muss ich mal wieder ein bisschen Gesundheit auffrischen. Hoppla. Na, einer kann die, noch einer kann die schaden. Ich wollte dich nicht stören, Sir. Security Room. Ich glaube nicht, dass ich hier im Moment hin will. Erstmal will ich nach oben.
Oh. Ich dachte, das wäre so ein Viech. Aber... Okay. Was? Ich wusste es. Okay, wir müssen noch weiter nach oben. Scheint Panzerglas zu sein. Ein Apfel. Ein vergifteter Apfel. Den esse ich erstmal. Wo sind meine Zwerge? Ja, einen Liebesfinder brauchen wir nicht. Wir haben unsere Liebe schon seit Jahren gefunden. Was? Oh. Scanne Ziel kein Pfeifenmaterial hinweg. Gutes Geschütz. Kann ich hier irgendwas? Ah, Morgensius Büro. Ah. Irgendwie brauche ich jetzt einen Code. Scheiße. Warte mal, den habe ich hier doch bestimmt irgendwo, oder? Habe ich den hier? Vielleicht liegt der hier. Hier ist auf jeden Fall ein Zettel. OMG. Hot Boss. Ja, ich bin wirklich ein Hot Boss. Lautet 0451. Ah, gut zu wissen, danke. Guten Morgen, Herlock. Warnung. Manipulieren von Admin-Einstellungen an Terminals oder Keypads kann zu Stromschlägen führen. Wenden Sie sich an... Willkommen zurück. Das war in den letzten 3 Jahren Ihr Zuhause. Das Video dürfte auf Ihrem Arbeitsterminal sein. Guten Morgen, Morgen. Ich komme da immer noch nicht drauf klar. Ich habe den von Ihnen angeforderten Plan. Er liegt in Ihrem Tresor. Jace. Schlüsselcard. Was kann man hier machen? Ah, guck mal, hier kann man ganz viel nehmen. Ah. Ich habe ganz viele Schlüsselkarten erhalten. Und Spulen und Platin, Kabel, noch mehr Schrott, was ich wahrscheinlich alles nicht brauchen werde, aber, ah, guck mal. Aber ich weiß, meine Nase ist zu, ich höre mich schrecklich an. Aber naja, haben wir hier irgendwo einen Tresor? Eigentlich. Ohohoho. Das gefällt mir. Eine kleine schicke Schrotflinte. Sowas sieht man gerne. Dispenser, kann ich hiermit irgendwas machen? Nö. Wird auch nicht, oder? Doch. Huch! Verdammt, Mann! Und jetzt? Tutorial. Fabrikatoren nutzen Fabrikatorpläne. Fabrikatorpläne, sorry. Um Dutzende von
nützlichen Gegenständen an Bord des der Talos herzustellen. Jeder hergestellte Gegenstand verbraucht eine Kombination aus organischen, mineralischen, synthetischem und exotischem Material. Suche auf der Talos 1 nach Plänen und Materialien. Okay. Wie wär's bei die Schrotflint? Gut, dann wollen wir mal meinen Tresor finden. Wenn ich ihn finden kann. Kann ich hier nicht einfach runterspringen? Hey. Klappt sogar. Jetzt muss... Nein! Vitalwerte kritisch. Hilfe! Ich weiß, dass sie kritisch sind, das brauchst du mir nicht zu sagen. Hallo? Boah, explosiv. Habe ich erst zu spät gelesen. Videodatei. Ich soll immer noch da hoch. Soll ich immer noch da hoch? Ich schau mal. Irgendwas werde ich hier wohl noch machen müssen eigentlich irgendwie. Hauptbildschirm, wo ist mein Hauptbildschirm? Ich hab's vergessen. Oh. Es lädt. Hallo Morgan, harter Tag. Wenn ich mit mir selbst spreche, sicher. Dein Gedächtnis hat Löcher, ich weiß. Tut mir leid, aber das bleibt. Wie cool. Erst einmal musst du wissen, dass du January vertrauen kannst. Er ist ein Operator, quasi ein Backup von mir und dir. Er weiß, was du vergessen hast. Wir haben neue Neuromods auf Basis der Typhon-Organismen geteilt. Wird ihre Neuralmuster auf uns übertragen. Huch. Das Problem ist, die Entfernung einer Neuromod setzt das Gedächtnis zurück auf den Punkt ihrer Installation. Du vergisst alles. Durch einen Prozess hättest du zwischen den Tests auf den neuesten Stand gebracht werden sollen. Aber man könnte das überspringen, dich immer wieder denselben Tag erleben lassen. Tja, genau das hat Alex gemacht. Du fragst dich, warum? Oh. Dir wird nicht gefallen, was jetzt kommt. Was steht da? Was steht da? Gefunden. Tut mir leid, aber ich kann nicht zulassen, dass du dir das anhörst. Nicht bevor ich die Gelegenheit hatte, dir alles persönlich zu erklären. Aber fürs Erste... Verdammt! Ich muss los. Ich bitte nicht, bitte. Soll ich jetzt raus? Tut mir leid, Morgan. Alex hat uns von den Looking Glass Servern abgeschnitten. Es wird Zeit zu improvisieren. Ich schlage vor, Sie durchsuchen Dr. Calvinos Werkstatt im Maschinenlabor. Er hat die Looking Glass Technologie erfunden. Vielleicht finden Sie dort eine Möglichkeit, die Serververbindungen wiederherzustellen. Derweil suche ich nach einer anderen Möglichkeit, Ihnen zu helfen. Viel Glück. Anscheinend soll ich hier sogar hin. Frage ist nur,
eine passende Schlüsselkarte. Ich brauche eine Schlüsselkarte, die ich leider nicht habe. War ein schöner Fernseher. Das ist mein Bodyguard, siehst du? Ha! Bitch! Kann ich hier vielleicht rein? Kampfgrundlage. Nutze im Kampf die Umgebung und setze Werkzeuge ein. Du musst nicht gegen jeden Gegner im direkten Kampf bestehen. Wähle alternative Wege, um an harten Gegnern vorbeizuschleichen. Oder komme ihnen zuvor. Wenn du kämpfen willst, erhöhst du deine Überlebenschance, indem du Gegner vorher mit Werkzeugen wie der Glue-Kanone außer Gefecht setzt. Warum sagt ihr mir das? Ach, deswegen. Hab ich beide erwischt? Scheint wohl so, oder? Ey! Ey, das fand ich jetzt so unfair. Mist. Ich dachte, das wäre ein Stuhl. Jetzt soll ich hier in Calvins Werkstatt. Bestätigen. Maschinenlabor. Technologische Wunder. Wie die bla bla bla. Okay. Wurde beschädigt. Ich glaube, ich kann das Teil nicht damit angreifen. Ah, hier kann ich nicht lang. Okay.
Oh. Ich kann eine Banane essen, das kann ich. Und einen Apfel. Hoppla. Verdammt. Scheiße, Mann. Oh ja. Ja, ja, was auch immer das sein soll. Bananenschalen brauche ich nicht. Ich brauche erstmal was zum Essen. Habe ich leider nicht. Zurück immer Escape.